Dann können wir schon ein bisschen ein bisschen gezielter vorgehen. Da oben blinkt sie schon. Ein Porträt hängt an der Wand. Es scheint fast, als würde es sie beobachten. Wenn ich dran denke, werde ich auch immer mal wieder hier so Sachen untersuchen auch. Frau am Brunnen. So, um da oben dran zu kommen, müssen wir dieses Schränkchen hier verschieben. Da kann man Gott sei Dank rüberklettern. Hier hinten den Gang werden wir auch noch untersuchen. Aber als erstes holen wir uns da oben die Karte. Das erste von einigen Box-Schieberätseln, die wir hier haben werden. So, das müsste eigentlich schon passen. Da ist eine Karte von Haus, Erdgeschoss. Mitnehmen? Natürlich. Und ihr seht schon, hier erwartet uns noch einiges. Die andere Tür hier im Zimmer ist allerdings abgeschlossen. Da kommen wir nicht durch. Gucken wir mal kurz, inwiefern die abgeschlossen ist, also womit. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol ist in das Schloss eingraviert. Um hier weiterzukommen, brauchen wir also den Schwertschlüssel. Der Gang, der dahinter liegt, der ist ja, was Resident Evil-Spiele angeht, auch legendär. Und da haben sich die Macher des Remakes tatsächlich auch so eine kleine Überraschung für die alten Spieler ausgedacht. So, es hat einen Grund, dass ich das hier wieder vorschiebe. Schön sicher machen. Und dann klettern wir da wieder rüber. Da gibt es nämlich einen Gegenstand zu holen. Noch hier in diesem Gang. Ein düsteres Gemälde des Hauses. Uhohohoho. Hier im Regal liegt nämlich etwas, und zwar ein Dolch. Dieser Dolch, das ist eines dieser Verteidigungs-Items, die ich schon erwähnt habe. Verteidigungsobjekte wie der Dolch erlauben es Ihnen, einem Gegner zu entkommen, der Sie gepackt hat. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner Sie von hinten packt. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm in der Spalte Verteidigungsobjekte ein Objekt, das Sie benutzen möchten, und drücken Sie dann Ausrüsten. Wenn Sie in den Optionen die Einstellungen auf manuell gestellt haben, drücken Sie die L-Taste, um das Objekt zu benutzen. Diese Verteidigungsobjekte, da gibt es pro Charakter 2 Stück von. Also den Dolch, den teilen sich Chris und Jill, den haben die beide. Und dann haben sie noch jeweils ein Verteidigungsobjekt, das exklusiv für den jeweiligen Charakter ist. In Jills Fall ist das so ein Taser, so ein Elektroschock-Taser. Was Chris' spezielles Verteidigungsobjekt ist, das werden wir noch früh genug erfahren. Und die beschützen uns quasi, wenn uns jetzt ein Zombie oder ein Hund oder ein Hunter, ich glaube, bei den Chimera funktioniert das sogar auch, wenn uns von denen einer packt und wir haben so ein Verteidigungsobjekt ausgerüstet, können wir das benutzen, um dem Angriff dieser Greifattacke zu entgehen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Und das ist auch bitter nötig, weil das Ausweichen doch um einiges schwieriger ist als noch damals im Original. Es gibt so diverse Tricks und Kniffe, wie man sich das Ganze erleichtern kann, aber die habe ich nie so richtig auf den Schirm gekriegt. Ich weiß theoretisch, wie es funktioniert, aber an der praktischen Umsetzung hapert das so ein bisschen. Und wir werden jetzt gleich auch die Gelegenheit erhalten, dieses Verteidigungsobjekt einmal zu testen. Falls ich nicht irgendwie so an dem Kerl vorbeikomme. Och, Chris. Das wäre natürlich der Idealfall. Und ansonsten ist das hier ein nettes Tutorial. Da seht ihr schon. Muss ich leider den Dolch schon benutzen. Dafür sind wir schadensfrei an ihm vorbeigekommen. Also quasi plus minus null. So, der Zombie, der bleibt da jetzt auch. Deswegen habe ich die Kommode da wieder vorgeschoben, damit der uns hier nicht hinterherkommen kann, um uns hier draußen zu ärgern. Der ist ein bisschen schade um den Dolch, aber es ist im Großen und Ganzen sowieso als Tutorial gedacht, um eben diese Verteidigungsobjekte vorzustellen.
Ein guter Spieler wäre jetzt an diesem Zombie vorbeigekommen, ohne sich greifen zu lassen. Ich hab's leider nicht geschafft. Ich muss jetzt mal gucken. Hier haben wir leider die Karte nicht. Wir sehen uns mal auf dem Balkon um. Wir spielen natürlich wieder auf normal. Weil ich sagen muss, normal habe ich mit Chris in diesem Spiel noch gar nicht durchgespielt. Ich vermute auch, dass wir so ein paar Probleme gerade in der Anfangsphase kriegen werden. Denn, ich hatte gehofft, hier liegt vielleicht was. Denn das Remake, also Resident Evil 1 für den GameCube, ist mit eines der herausfordernderen Spiele. Und gerade die Anfangsphase kann knallhart sein. Also wenn wir es, ich sag's mal so, wenn wir es aus dem Haus rausschaffen. Ne, wir erinnern uns ja, wir kommen ja aus dem Haus raus, hinten in die Gärten, dann hier in diese Wohnkaserne und das alles. Wenn wir es bis dahin schaffen, dann kommen wir super durch, weil ab da wird es im Prinzip ein bisschen einfacher, auch mit der Munition her. Aber bis dahin zu kommen, hier im Haus mit den ganzen Zombies, das ist gar nicht so einfach. Ich will mal... Hoho! Ich hoffe, das ist nur der eine. Oh, was ist denn hier? Ein Dolch. Nehmen wir mal mit. Haben wir wieder einen Treffer gut quasi. Hinten die Türen, die sind zu. Eine davon mit irgendeinem Symbol. Und die andere ist von der anderen Seite verschlossen. Ich erinnere mich. So, was wir hier jetzt machen müssen, wir erinnern uns, ist diese Statue darunter kippen. Da brauchen wir natürlich ein bisschen Zeit zu. Deswegen empfiehlt es sich, den Zombie hier auf die andere Seite des Balkons zu locken. Ich weiß nur nicht genau, wo er ist. Wir gucken mal. Ja, er ist genau auf der anderen Seite. Der Scheißer da drüben. Auf der anderen Seite vom Balkon rum. So, in den alten Resident Evil und auch in Zero konnte man die Zombies relativ locker abknallen und hatte dann seine Ruhe. Das ist hier im Remake leider nicht so. Hier gibt es nämlich noch eine Spielmechanik, die wird ein bisschen später eingeführt, die diese simple Strategie Zombie umklatschen und fertig ein bisschen auf den Kopf stellt und tatsächlich das Ausweichen und Zombies leben lassen zur lukrativeren Strategie macht, außer man hat das Feuerzeug dabei. Was genau ich damit meine, das erkläre ich nochmal genau, wenn wir dann an der Stelle sind. Das ist nämlich gar nicht so weit ins Spiel rein. Und macht Zombies zu einem der gefährlichsten Gegner im Spiel. So. Und runter damit! Abwärts! Jetzt haben wir den Juwel da unten schon mal liegen. So, wo ist er? Er ist schon wieder hier auf dieser Seite. Das ist ja... Den können wir uns dann bei Gelegenheit abholen. Ich will erst einen Weg zu einer Itembox sichern. Ich warte jetzt noch kurz, bis der Zombie im Bild ist, damit ich nicht bei meiner Flucht aus Versehen in ihn reinrenne und wir unseren guten Dolch hier schon wieder verlieren. Denn hier oben sind wir jetzt auch erstmal fertig. Diese dynamischen Schatten finde ich geil. Also Schatten und Beleuchtung, das war ja damals am GameCube schon eine große Nummer. Aber diese dynamischen Schatten der Spielfiguren, da bin ich mir gar nicht sicher, ob die bei der GameCube-Version auch drin waren. Oder jetzt hier für die Wii hinzugefügt wurden. Das könnte ich euch gar nicht sagen, inwiefern das Ganze hier Portierung ist und was da geändert worden ist. Das müsste ich nachschlagen. Ich überlege, ob wir auf den Friedhof gehen. Da sind aber auch zwei Zombies, das ist das Problem. Ne, wir gehen erstmal hier hinten weiter. Auf dem Friedhof brauchen wir auf jeden Fall einen Gegenstand, den wir hier erst auf dem anderen Weg noch kriegen. Und damit wir da nicht zweimal durch müssen, gehe ich jetzt erst hier lang. Denn zwei Zombies ausweichen ist gar nicht so einfach in diesem Spiel. So, hier den ganzen Scheiß lassen wir hier noch liegen. Da liegt der Edelstein. Alle Sachen, die wir später mitnehmen. Wir erinnern uns, im Director's Cut haben wir hier auf der Leiche von... Ich weiß nicht. So, der Zombie ist da hinten jetzt. Das heißt, wir können hier relativ locker lang. Und er hat uns auch noch nicht bemerkt. Er bewegt sich nämlich nicht. So.
Damals haben wir hier ja Munition erhalten. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. War doch Kenneth. Forrest war der bei der Schlange, ne? Spoiler, es gibt eine Schlange. Anscheinend hält er etwas fest. Ja, das war im Director's Cut noch Munition. Hier ist es ein Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Das wird noch verdammt lange brauchen, bis wir diesen Videorekorder finden. Ihm ist anscheinend irgendetwas an die Gurgel gegangen. Ja, aber das Blöde ist, wir kriegen hier halt keine Munition. Das heißt, wir müssen weiterziehen. Denn das ist die einzige Tür, die wir hier in diesem Haus zurzeit noch öffnen können. Abgesehen von der, die auf diesem kleinen Hinterhoffriedhof führt. Das heißt, hier führt der Pfad jetzt erstmal weiter. Ich finde das so stimmungsvoll, das ist so geil und gruselig aufgezogen alles hier. Das ist noch richtiger atmosphärischer Horror. Den vermissen die späteren Resident Evil Teile ja so ein bisschen. Wohl doch, ich glaube die Schatten waren auf der GameCube Version auch schon. Und hier Munition. Leider nur 15 Schuss. Aber besser als gar nichts. Da stehen Kräuter. Und hier eine Leiche. Eine Leiche liegt auf dem Boden, so als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Hier sind zwei Kräuter, die nehmen wir auch mal mit. Aber damit ist dann unser Inventar schon so gut wie voll. Gut, im Zweifelsfall können wir die Kräuter mixen. Das will ich nur noch ein bisschen rauszögern. Kann ja sein, dass wir jetzt gleich eins brauchen. Obwohl, wir haben ja auch noch ein großer Vogelkäfig. Darin liegt ein toter Rabe. Wir haben ja jetzt auch noch einen Dolch, mit dem wir so ein bisschen auf Sicherheit spielen können. Das Zombie-Tötungsinstrument Nummer 1 in diesem Spiel ist natürlich die Schrotflinte. Weil wir damit mit ziemlicher Sicherheit die Zombies köpfen können. Und das ist in diesem Spiel wichtiger als jemals zuvor. Hat mit dieser neuen Spielmechanik zu tun, die ich schon erwähnte. Dieser Gang, der ist auch potenziell ganz gemein. Ihr seht, wir können dem Gang folgen da unten, um die Tür am Ende aufzuschließen. Und das müssen wir auch, weil wir da unten nämlich noch einen Gegenstand kriegen, den wir brauchen. Jetzt können wir aber erstmal hier gerade durch. Hier liegt auch noch ein Bursche am Boden. Der wird später relevant. Der kann uns jetzt im Augenblick noch scheißegal sein. Das Schöne am Remake im Vergleich zu Zero ist, dass hier eine Ritterstatue steht. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Das Schöne hieran ist, dass man die Räume tatsächlich resetten kann. Also das Spiel merkt sich die Positionen der Gegner nicht. Aber das bedeutet natürlich auch, dass es sich den Schaden nicht merkt, den die Gegner genommen haben. Das heißt, hier ist es wieder so, wenn du kämpfen willst, auf dem Schild ist eine Inschrift, der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Das heißt, wenn man sich dazu entscheidet zu kämpfen und auf einen Gegner schießt, sollte man ihn auch töten, weil man sonst einfach nur Munition verschwendet. Hier ist ein Schlüssel, den können wir aber nicht mitnehmen. Das löst nämlich eine Falle aus. Das kann ich dann auch gleich mal zeigen. Auf dem Schild ist eine Inschrift, der Tod ist alles. Und hier hinten ist eine Tür, die ist aber zu. Ein Helmsymbol ist hier eingraviert. Der Helmschlüssel ist, glaube ich, der letzte, den wir kriegen. So, wenn ich diesen Schlüssel nehme. Möge, wer immer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tod finden. So, Hausschlüssel müssten wir natürlich erst untersuchen, um herauszufinden, welcher Schlüssel das jetzt genau ist. Wenn ich den jetzt nehme, aktiviert sich hier die Falle. Und ich hoffe, ich habe es nicht verkackt und kann den da gleich wieder reinpacken. Aber eigentlich müsste das Spiel so fair sein. Ja. Da brauchen wir nämlich erst irgendwas, womit wir dann diesen Schlüssel hier austauschen können. So ein Thema, das sich so ein bisschen durch dieses Spiel zieht. Chris wird in seinem Szenario gar nicht auf Barry treffen, der ist nämlich Teil von Jills Geschichte, die wir ja im Director's Cut schon erlebt haben. Dafür hat Chris einen anderen Partnercharakter, auf den Jill in ihrem Abenteuer gar nicht getroffen ist, nämlich einen der beiden Hauptcharaktere aus Resident Evil Zero,
Ich meine natürlich die gute Rebecca Chambers. Die wir hier später auf jeden Fall noch treffen werden. So, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ich muss jetzt den Gang darunter. Das Kraut lasse ich nochmal da stehen. Was ich jetzt mache, ist den Dolch mal ablegen. Den will ich mir für später aufheben. Danke. Lass mich durch. Lass mich durch. Wow. So, hier ist aber noch einer. Meine ich, mich zu erinnern, dass hier vorne noch einer steht. So, hier auf jeden Fall der goldene Pfeil. Das ist der Gegenstand, den wir für den Friedhof brauchen. Ein Objekt untersuchen. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt, das Sie ansehen wollen, und wählen Sie dann Untersuchen, um es sich näher anzusehen. Daraufhin werden detailliertere Informationen zu dem Objekt angezeigt. Und ich glaube, das Spiel möchte uns mit dieser Notiz etwas sagen. Wir sollen nämlich den Pfeil untersuchen. Und dann stellen wir fest, dass die Pfeilspitze so aussieht, als könnte man sie abnehmen. Und haben jetzt nur noch die Pfeilspitze. Die besteht aus Peridot, das wie Smaragd aussieht. Das ist ein Gegenstand, den wir brauchen. So, und ihr seht da im Spiegel schon den Zombie, der da um die Ecke steht. Und natürlich ein Pistolenmagazin. Ich gucke nochmal auf die Karte. So, wir müssen hier so schräg durch. Wow. Das war mehr Glück als Verstand. Und jetzt haben wir die Tür aufgeschlossen. Und uns hier quasi eine Abkürzung geöffnet oder einen alternativen Pfad, wo wir natürlich wieder an zwei Zombies vorbei müssen. Also ist so ein bisschen immer die Überlegung, welchen Pfad nimmt man am besten, wo marschieren wir lang.